Hallihallo und herzlich willkommen hier wieder auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Lotus-Folge. Schön, dass du wieder da bist. Wir sind heute auf der Karte Sonnenburg V2 unterwegs. Das Ganze kommt von Mark 1972. Wir hatten uns das Ganze mal schon vor einer ganzen Weile mal angeschaut. Mittlerweile gab es aber ein paar Updates. Unter anderem sehen wir jetzt hier zum Beispiel auch KI-Fahrzeuge, die hier rollen. Ja, das wollen wir uns natürlich dementsprechend mal anschauen. Und besonderes Highlight hier natürlich, es ist jetzt Zeit für den Multiplayer. Und damit begrüße ich natürlich auch unsere Kollegen, den Fasus. Hallo. Und unseren Hobby. Hallo. Ich und Fase starten hier in Niederfeld und fahren Richtung Findorf und der Hobby, der kommt vom Hauptbahnhof Richtung Niederfeld, also der kommt uns direkt entgegen mit der 1E, glaube ich, ja, mit der 1E, genau. Dementsprechend halt so eine Art Kurzläufer. Und ja, was gibt's noch zur Karte zu sagen? Vorab muss ich mich jetzt vielleicht schon mal entschuldigen. Wir wissen auch noch nicht hundertprozentig, ob wir die Karte wirklich komplett durchfahren können. Denn ich weiß noch, habe die Karte noch damals in Erinnerung, dass sie sehr, sehr performance-lastig war. Es muss aber auch dazu sagen, es war auch mein altes System gewesen. Wie es jetzt natürlich mit dem neuen System halt aussieht, müssen wir jetzt natürlich dementsprechend mal testen. Und natürlich tut jetzt der Karte wirklich der KI-Verkehr und der Multiplayer jetzt der Karte wirklich so gut. Das wollen wir jetzt alles testen dementsprechend. Lasst uns einsteigen in unseren GT6N. Los geht's, ab nach Findorf. Wir starten direkt los. So. Ansagen sollten hier auch drin sein. Wir haben natürlich auch das Sonnenburger Repaint natürlich gewählt, passend dazu. Und wir fahren mit 10 km/h bitte hier. Ich warte mal noch für ein schönes Bild, okay? Ja, warte mal noch. Ach, da bist du. Ja. Fahre natürlich auch im GT6N mit Sonnenburg Repaint. Passend natürlich. Gibt es eigentlich für den KT6N auch Repaint? KT6N. KT4D, Entschuldigung. KT6N. Ich nehme einfach gleich zwei Straßenbahnen. Stopp, Na, ich fahre vor. Heute fahre ich vor. Du wolltest ein Bild machen? Ich wollte kein Bild machen. Heute fahren wir mal vor. Du warst letzte Mal vorne. Jetzt darf ich auch mal oben liegen. So. Angefordert. Nächste Haltestelle. Erfurter Straße. Kommt jetzt schon die Erfurter? Ne, jetzt kommt erst Niederfeld, ne? Umsteigen zur Buslinie B nach Berghof. Jetzt kommt erstmal Niederfeld, ne? So, mit 15 geht's hier rum. Ja, was kann man schon mal zu der Karte sagen? Wie gesagt, wir hatten sie uns ja vor einiger Zeit schon mal angeguckt und man kann wirklich sagen, es ist eine sehr hübsche Karte. Ne? Sie ist super detailreich. Man merkt hier wirklich mit viel Liebe zum Detail gebaut halt auch. Mark 1972, so steht es zumindest im Ladebildschirm, hat wohl damals auch was für OMSI gemacht gehabt. Da müsste man echt mal so ein bisschen linsen, ob man diese Karte vielleicht nochmal findet. Ja, und das Ganze mal vielleicht dann hier auch mal hier auf dem Kanal zeigt. Mal schauen. Aber die Karte ist, wie gesagt, komplett kostenlos runterladbar. Könnt ihr euch natürlich aus dem Workshop einfach besorgen. Was ich ein bisschen bemängeln muss, ist halt diese Riesenlatte an Extra-Objekte, die ihr noch runterladen müsst. Ich glaube, Hobby hat bei 15 aufgehört zu zählen. Ist natürlich ein bisschen viel Content, den man dafür braucht. Aber er liefert auch eigenen Content mit, so wie ich es gesehen hatte. Ich glaube, mein Lotus ist einfach schon wieder zu laut. Jedes Mal darf ich das neu einstellen, das ist halt auch. Einfach so ein Schubregler im Hauptmenü einfach drinne. Weißt du, dass man die Lautstärke einstellen kann? Das wäre. Das ist Luxus, Leute. Ich muss leider den Ton nochmal leiser machen. Ich muss nochmal kurz mal raustappen. Einfach mal ein Regler, das wäre traumhaft. Alter, der steht schon auf. Ey, der steht schon bei 20. Und trotzdem ist er unglaublich laut. So, hier staut sich das auch schon wieder. Hier wollen die Links- und die Rechtsabbieger gleichzeitig abbiegen.
Macht natürlich wenig Sinn, weil jetzt stehen sie sich nämlich beide gegenüber. Oh, nee. Oh! Da fährt was. Da fährt was. Jetzt gibt's gleich. Jetzt wird's kriminell. Jetzt gibt's gleich Tote. So, ja, genau. Du fährst mir jetzt rein, ne? Ja. Läuft. Einfach durchklingeln. Wie in Omsi. Original Omsi. Ah, ist doch schön, ja. Hast du die Pappenheimer jetzt hier auch? Großartig. So, machen wir die Tür wieder zu. Sagt sich der Autofahrer, ich nix Verkehrsregeln. Was sind Verkehrsregeln? Kann man das essen? So, Erfurter Straße waren wir. So, hoffentlich fahre ich jetzt kein Auto mehr. Nö. Warum bremst er denn ab hier? Das ist auch. Du musst jetzt aber noch die Spur wechseln. Das macht doch Omsi auch immer so gerne, ne? Beim Spurwechseln wird erstmal abrupt abgebremst. Ja gut, Spurwechsel. Er bleibt aber schon vorher stehen. Okay, sie fahren mit mir auch einfach durch. Nicht durch, aber fahren doch einfach los in meiner Fahrt. Ja, hier müssen wir schon ein paar Mal die Extremglocke benutzen. Das heißt, die Extremglocke in Berlin wird die doch dauernd verwenden. Die hat Dauerbimmeln schon mittlerweile an. Wenn du mal Licht drückst, ist es schon verdächtig. Wahrscheinlich ist es jetzt umprogrammiert worden, du musst drücken, damit es nicht klingelt, ne? Ja, genau so. Ja. So, Türen offen. Fahrgäste können rein. Und dann können wir weiterfahren. Hier läuft wirklich alles gut, auch wenn du Richtung Findorf da bist, ja, so dieses eingleisige Stück und alles was, wirklich perfekte Performance. Nur in Richtung Hauptbahnhof, da knallt es dann richtig, da zieht irgendwas richtig böse die Performance runter. Ich weiß ja nicht, wie läuft es bei dir jetzt gerade, weil du bist ja am Hauptbahnhof. Flutscht wie Butter. Flutscht wie Butter, ne, vielleicht gab ja da auch vielleicht eventuell ein Update. Ich weiß ja auch nicht, was der Performance, da ist ja da nichts los am Hauptbahnhof. Ja, man merkt halt den Unterschied, ja, wenn du jetzt zum Beispiel hier in den äußeren Bezirken fährst, ja, dann läuft es richtig gut. Ja, da könnte man fast sagen, es läuft mit 60 FPS, ja, aber wenn du so Richtung Hauptbahnhof kommst, dann merkst du halt wirklich, wie es in den Keller geht halt. Nächste Haltestelle. Henschelbad. Henschelbad. Bad. Wie schnell, also, oh, hier 20 noch, 20. Die Ankündigung kommt auch ein bisschen sehr, sehr spät. Geringfügig drüber. So, 35. Ich muss sagen, das ist echt schon eine nice Karte. Die ist auch wirklich toll, ja. Wie gesagt, wenn es die Performance mehr bringen würde hier in Lotus, dann hast du eine richtig vollständige, vollwertige Karte halt, ja. Ja. Das war das erste Mal auf Sonnenburg. Du fährst das erste Mal auf Sonnenburg? Warum hast du die vorher nicht mal angeguckt? Weil du gesagt hast, ich fress ziemlich viel Performance. Also war es halt der Stand vor vielen, vielen Wochen gewesen halt, ne? Wo und wir damals das. Damals hatte ich nochmal alle Laptop, da war es nicht so gut. Na, bei mir war es halt das alte System gewesen halt noch, ne? Wo ich dann leider zustimmen musste, dass mein System halt wirklich mittlerweile echt altbacken ist. Ja. So, wir müssen jetzt nach links rum, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Aber hier geht's so nach rechts rum. Dann fahren wir erst rechts und dann links irgendwie. Ich fahre der Katastrophe, die Verkehrsauto. Ja, erst rechts, glaube ich, oder? Ja, ja, wir fahren erst rechts, ja. Wir müssen erst noch zur Johanneskirche runter. Nee, das geht, dann müssen wir aber links. Ja, ja, aber erstmal runter bis zur Johanneskirche. Also nächste Haltestelle ist jetzt so Rothauser Straße. Jetzt ist da genau mein Fenster vor. Mein OBS macht's. Das ist sinnvoll, wenn man sich eine Karte aufmacht. Ja, der Verkehr ist ja schon mal in Berlin. Nee, aber auch mit dem Kopfsteinpflaster, das hat schon echt ein geiles Feeling hier. Passt zu 76, 72. Die Karte spielt nicht 72.
Wir haben es dir gerade schon mal erzählt. Der Ersteller, der Content Creator Mark 1972 ist der Nickname. Hat nichts mit Sonnenburg V2 zu tun. Achso. Nochmal. Haben wir ihn gerade erklärt, bevor wir aufgenommen haben, haben wir das gerade nochmal erläutert. Er hat das schon wieder vergessen. Ja, ja, aber gerne, muss man dazu sagen, wenn wir schon mal die Gelegenheit hier haben, auf der Karte Sonnenburg V2 hier unterwegs zu sein, gerne kann sich der Marc 1972 gerne mal bei uns melden, ja, falls er mal Bock hat, sich mal mit uns zu unterhalten in einem ja, Content-Creator-Interview, ja, wo er einfach mal so über sein Projekt quatschen kann, wo wir ihm mal so ein paar dämliche Fragen in den Kopf knallen und er die dann dementsprechend beantworten kann, wieso, weshalb, warum er die Karte gebaut hat. Ja, oder was sind so die Zukunftspläne mit Sonnenburg V2? Da kann er sich gerne mal melden bei uns, ob auf Discord, Instagram oder hier unter auch in den Kommentaren hier einfach reingehauen. Ja, würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen. Falls ihr auch ein Projekt habt, dann könnt ihr euch ebenfalls gerne bei uns melden. Ja, dann laden wir euch auch recht herzlich ein. Boah, Alter, zieht der hier rum mit der Ente. Die heizen ganz schön hier. Ja, wir kommen in. Hier, bitte eine Entschätzung. Ja, deswegen solltest du ja eine Karte aufmachen. Deswegen gibt es eine Karte im offiziellen Lotus-Forum, da kann man sich eine Karte runterladen. Denn insgesamt gibt es hier zwei Linien, zwei Kurzläufer noch zusätzlich. Ja, die 1 und die 2 gibt's hier. Zudem halt noch die 1 und die 2e. Was vergessen? Nö, ne? Und es dauert halt eine Weile, bis man von A nach B fährt halt schon. Das ist jetzt nicht so kurze Stücken oder sowas, wie die alte Waldbahn, ja? So kurz ist die alte Waldbahn auch nicht. Und die war schon kurz. So, jetzt müssen wir links rum, ne? Ja. Weiche liegt. So, wir dürfen hier scheinbar fahren einfach. Hier, das ist auch geil mit dem Platz hier, wo hier der Springbrunnen hier ist. Oh! Erst bremst sie ab und dann fahrt ihr doch weiter, was ist los? Ganz normaler Autoverkehr, würde ich sagen, ja? Aber das ist aber eine Unfallstelle. Also die würde. Der Restverkehr würde so nicht lange existieren. Doch, sowas haben wir in Magdeburg auch. Dass eine Straßenbahn einfach über so einen Platz fährt und die Autos, die bremsen dann einfach? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, also alle, die Magdeburg kennen, ich sag bloß Hasselbachplatz. Muss ich nicht sagen. So, wir kommen jetzt dem Zentrum immer näher und man merkt es halt wirklich an der Performance. Ja, sie geht wirklich auch weiterhin noch schön runter. Bisschen schade. Aber wenn ich mich recht entsinne, hat der Marc damals auch unter den Kommentaren geschrieben, dass er den Grund nicht findet, warum ich die Performance so. Den Grund nicht findet, warum die Performance so runtergeht. So, Stau! So, jetzt machen wir einen Phasus und wir warten so lange, bis die Autos hier fahren. Du hast aber vergessen zu läuten, mein Freund, ja? Ich hab geläutet. Ja, ist in der Aufnahme drin. Ich hab Beweis dafür, deswegen fahre ich immer mit Dashcam. Mit Dashcam. Ja, ja. Wer kennt es? Du musst dich jetzt da reinmogeln, ne? Die Autos werden dich nicht reinlassen. Naja, ich gebe mir Mühe, hier nichts zu berühren. Aber jetzt ist Ende im Gelände. Weiter komme ich nicht. Sonst hat der mal einen Spiegel gehabt. Der Nissan. Charmant formuliert. Ey, fahr doch jetzt nicht Ola hier rein. Ja, weißt du, ich stehe doch hier. Siehst du das nicht? Ich glaube es nicht. Ey, was ist los? Ja, genau. Jetzt kann ich nichts machen hier. Ja? Ich sage, ich lasse keiner rein. Der knutscht mich schon fast hier. Dann musst du jetzt nach dem Gelb musst du aber schnell fahren. Naja, ich hab schon die Bremse gelöst. Ich hab schon die Bremse gelöst. So mit dem gleich so Volllast nach vorne. Normalerweise, weißt du, so als Straßenbahner hätte ich vorne gern so einen Rambock dran, ey.
Das Problem ist, ich komme eh nicht weit, weil die stehen alle schon auf der Straßenbahnspur drauf. Du musst sowieso einen Arbeitswagen machen, dass du dann vorne so einen Schneeflug dran hast. Einmal zur Seite schieben, bitte. Jetzt, pass auf. Hey, ich bin bereit. Der Knopf, der ist schon... Ich glaube, jetzt will er nicht mehr fahren, wenn du zu weit vorgefahren bist. Ist dein Ernst? Ja, kann die echt nicht wegskippen oder so was? Nee. Du hast doch Platz. Ich? Nee, er. Er hat Platz, aber er will den Platz nicht nutzen. Er sagt sich jetzt, jetzt muss ich den Bio auch mal richtig ärgern. Hast du nicht noch Platz? Was? Nee, das wird nichts. Habe ich jetzt auch eingesehen. Soll ich zurückfahren, ein Stückchen? Der fährt nicht. Warte, dann muss ich ein Stück zurückfahren. Nee, da kommen die anderen gleich wieder hin. Was ist denn so? Ich will fahren. Warte, ich muss erst mein Rückfahrpult aufschließen. Stau hier. Das ist der nächste Wagen. Warte auf mich. Das nennt man also Kollegen. Mann, hier ist was los, sag ich euch. Hier in Sonnenburg. Wo ist dein Hobby schon wieder? Der ist schon wieder irgendwo anders, wa? Der hätte uns eigentlich entgegenkommen müssen, jetzt schon. Jetzt schon? Hobby ist wieder irgendwo hingefahren. Ja. Der steht schon wieder irgendwo in Findorf oder Niederfeld. Der ist einen Umweg gefahren über die Wiese. Über die Wiese. Ach, Hobby. Ja. So, wie Sie sehen Sie nichts. Es passiert hier nichts. Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund von Verzögerungen im Betriebsablauf wird dieses Fahrzeug heute auf unbestimmte Zeit verspätet eintreffen. Bitte um Ihr Verständnis. So sah es bei mir heute auf der Autobahn aus, ja, wo ich nach Berlin fahren wollte. Und wir stehen. Nichts ging. Die Kinder brüllten hinten. Müsst ihr mal machen. Das ist absoluter Genuss. Ja, Kinder sind schon mal Schönes. Oh ja. Neumarkt. Ja, haben wir dann heute die zweite Folge für diese Woche. Ja, wechselt sich heute das Ganze diese Woche ein bisschen ab mit Obensee. Ja, aber guck weil... mal, jetzt haben sie die Geduld verloren, jetzt fahren sie auch dabei mit durch. Gerade auf Freude. Das mit ihrem Leben am Limit. Das ist aber schön, dass hier schaut, oder? Ja, ist ganz toll, weil die Ampel... Die Ampelphase, die ist großartig hier. Also lieber Marc, du musst hier leider nochmal an der Ampelphase ein bisschen was arbeiten. Also das ist ja hier, ist nicht akzeptabel. Geht ja nicht. Wobei, eigentlich müsste ja nur die KI-Fahrt ein Stückchen nach rechts verlegen, dann wäre alles in Ordnung. Ja, da kannst du aber auch nicht so durchbrechen. Passt, geht das überhaupt? Was? Ja, wenn du die, klar. Ja, da ist so viel Platz daneben, ey. Die Autofahrer sind einfach nur zu faul. Das ist die Kurve hier, die Kurve. Die schneiden die Kurve und dementsprechend kommst du halt nicht durch. Ne? Die Straßenbahn. Vorne an der Ampel sitzt sie dann wieder auf ihre Spur dann halt. Aber die Ampelphase ist halt auch nicht wirklich lang, ja? Weil die KI natürlich dann nicht fährt. Jetzt war gerade dieser... So, genau, blinkt mal auf meine Spur rauf, damit ich auch nicht vorwärts komme. Eieieiei. Lustig ist, ich komme ja dann auch nicht nach vorwärts. Oh, was ist jetzt los? Jetzt bewegt sich was hier. Jetzt zieht sie los. Zieh. Ne, brauch ich nicht. Oh, der gelbe Brumm. Total Schaden, guck mal. Was bei dir? Total reingefangen. Ja, bei mir ist das ein weißes Fahrzeug. Ja, bei mir auch. Achso.
Tja. Ich wünsche dir eine schöne Pause. Nee, nix da. Nix da. Das ist wie ein Omsi, wenn man nicht selber am Unfall schuld ist, dann ruft man auch nicht die Polizei. So, schaffen wir, pass mal hier durch. Aber, das ist. Ist das mit Lackschein oder ohne? Heieieiei. Das schaffst du. Ja, der Spiegel. Der könnte Spiegel nehmen. Wird Highlight. Und, dann aber. Das passt aber. Das hätte. Der Spiegel mal ein paar Zentimeter breiter gewesen. Ja, das. Oder das Hinterrad, das kommt auch so komisch raus. So. Wir haben den Stau überlebt. Wir waren realistisch und sind nicht durchgefahren. Ist das nicht toll? Dafür haben wir 10 Minuten Verspätung. Und die fahren nicht, wenn es grün ist. Kommt fast mit vorne. Die fahren, wenn sie rot haben. Das ist auch großartig. Dafür darf ich jetzt bei deinem Kollegen hier beim Opel nochmal den Spiegel ganz knapp nicht touchieren. Eines Leben, das ist auch gut. Ein Leben eines echten Straßenbahnfahrers, so doch, geht das irgendwie? Das Leben eines echten. Ja, genau, so wollte ich sagen. Guck mal, jetzt fahren sie schon durch den durch. Jetzt sind sie mutig. Hallo? Das mache ich jetzt als Screenshot und dann geht das jetzt so als Thumbnail. Schöne Grüße an unseren Frontmann. Versagt, fail, durchgefallen. Jetzt kommen sie alle auf einmal. Waren sie jetzt alle? Ja, komisch, stehen alle mit drin. Oh, da müssen wir nochmal ran, die Leute von Lotus. Da müssen wir nochmal ran, das geht nicht. Ja, wie kommt, ist halt der nächste Kunde. Bei mir stehen sie auch alle drin. Das Problem ist, die Ampel wird nicht mehr grün. Wo müssen wir jetzt eigentlich rauf, auf welches Gleis? Na, wir müssen jetzt erstmal geradeaus weiter. Ja, das sind 3 Gleise. Na, wir müssen jetzt gleich nach rechts. Ja, also, aber jetzt erstmal am Anfang. Na, wir müssen nach rechts denn. Das rechte Gleis. Also brauchen wir das rechte Gleis. Nicht Gleis. Über das linke fahren, oder? Fahr. Können wir auch über das linke? Oh, fahr doch! Dich nehme ich mit. Ich warte jetzt nicht hinter den Autos. Die sind illegal durch dich durchgefahren. Also fahr ich. Ja, was man nochmal dazu sagen kann, ist, die Karte hat auch noch eine Busfis, sprich, ihr könnt ja auch mit dem Bus fahren. Guck mal, hier an der anderen Seite ist auch Stau. Naja, oh. Na, aber guck mal, hier hast du halt dein eigenes Straßenbahngleis. Das wäre nicht so schlimm gewesen, wie jetzt da gerade. Wartest du auf mich? Naja, ich warte. Fahr extra weit nach vorne, damit du hinten anhalten kannst. Ist das Doppelhaltestelle? Naja, ja, die ist groß. Obwohl, nee, passt nicht, Jens. Nee, passt nicht. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten haben wir den Megastau absolviert. Ja, Sommerferien, sag ich mal. Sommerferien. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld. Vielen Dank. Sommerferien. Da kannst du ja nur mal zur Verspätung kommen, ne? Die Leute werden immer egoistischer, weil sie keinen Bock mehr haben, in einem Auto zu sitzen. Und gerade wenn ich mir so den Mercedes hier angucke, verstehst du, 1000 Grad draußen, der hat nicht mal eine Klimaanlage drin. Früher in Autos ja absolut keine Klimaanlage. Der kommt da ordentlich ins Schwitzen. Und dass er natürlich da nicht mal stundenlang im Auto sitzen will, ist natürlich mehr als verständlich. Oh, komm, fahr! Dieser VW, der regt mich auf hier. Du bist nicht, ich sehe nichts. Kannst ruhig durchfahren. Nee, ich bin jetzt noch ordentlich gefahren. Nimm das mittlere Gleis. Das spielt ja hier Gott sei Dank keine Rolle. Warum sind ja eigentlich 3 Gleise? Na, vielleicht damit man mal einen Zug abstellen kann. Einen also entweder abstellen kann, beziehungsweise halt. Du meinst, falls du so lange im Stau standst, dass der andere den anderen überholen kann? Naja, das man mal. Außerdem kann bei Störungen. Oder dass
sobald ich da mal wenden kann. Ja, die Karte hat auch einen Betriebshof. Da kann man auch starten. Direkt. Nächste Haltestelle. Rathaus. So, jetzt kommen wir an den nächsten Punkt an, wo wir wahrscheinlich wieder stundenlang stehen dürfen. Ehrlich? Ja. Weil hier gibt es gar keine Ampelführung. Wir haben zwar Vorfahrt, aber ich glaube nicht, dass wir uns hier fahren lassen. Musst du zurücksetzen? Nö. Ah, was ist denn jetzt los? So. Hallo? Wahrscheinlich lädt er gerade bei dir oder sowas. Meine Lotus-Steuerung vernachlässigt gerade. Jetzt fährst du aber schnell, wa, Freund? So kann man auch überholen. Stopp! Hä? Was ist denn jetzt mit Lotus los? Das hatte ich auch schon mal gehabt. Da hatte ich dann. Ja, genau. Das hatte ich auch schon gehabt. Tapp mal nochmal raus und nochmal rein in das Spiel. Nee. Die Autos stehen alle auf zwei Rädern, komischerweise. Was ist denn? Hab ich auch noch nie gesehen. Die Autos stehen. Wir haben gerade drüber gesprochen. Du musst jetzt ausgetauscht werden. Du musst jetzt zurück. Endlich. Wir sind falsch gefahren. Wir hätten nach rechts rum gemusst. Ja, es gab doch gar kein Gleis nach rechts rum. Doch. Ach doch, da. Das stimmt. Oh, weia. Marc, das tut uns leid. Ich weiß nicht, was das jetzt gerade war. Das war irgendein blöder Bug. Aber das war gerade, Phasis hat mich abgelenkt. Ja, genau. Schieb sie da auf mich. Ist egal, jetzt hier. Lotus ist schuld. So, stopp da. Ich fahr zuerst vor. Ja, du kannst ja vorfahren. Chill mal dein Leben. Wisst ihr, ich war so abgelenkt gewesen, ja. Ich das Gleis gar überhaupt nicht gesehen habe. Dann hätte ich mich auch nicht aufregen brauchen hier über die KI-Autos hier. Fahr schneller, Obi. Hier ist 10 km/h fährt man hier rum. Ja. Das interessiert dich, Geschwindigkeitsbegrenzungen auch nur so sehen hier. Ich gebe mir Mühe. Ich sag bloß Landsberger Petersburger, ja, da fährst du nie 10 rüber über die Kreuzung. So, dann können Sie jetzt aussteigen. Tut uns leid, dass wir uns verfahren haben. Passiert mal. Passiert dem besten Fahrer. Ich weiß nicht, wo Hobby ist. Die Karte ist nicht so groß, dass der weg ist. Ja. Achso, ich hab vergessen, warnblinklich. Du musst hier warnblinklich übrigens anmachen, ja? Du hast eben in der anderen Aufnahme noch zu Hobby gesagt. Kann man sich bloß verfahren? Vorsicht beim Aussteigen. Das Problem ist, ich hab's ja gesehen, dass ich hier gerade ausfahre, aber ich hätte nicht meine Beine stellen können. Und du hättest mehr sagen können, du bist falsch. Ich konnte gar nicht sagen. Dann habe ich versucht rauszutappen, das ging auch nicht. Und dann standest du schon hinter mir. Also ich stehe in Schmiedehof. Schmiedehof, ja, der ist eine Haltestelle vor uns. Was? Der ist eine Haltestelle vor uns. Wir sind jetzt Promenade und Schmiedehof wäre jetzt die nächste Haltestelle. Ich sehe aber Hobbys Namen nicht. Ja, ich auch nicht eure. Reden wir von zwei selben Haltestellen? Ja, es gibt nur einen Schmiedehof. Weil danach kommt schon Hauptbahnhof. Aber da ich ja sowieso keinen Namen eingeblendet habe, weiß ich ja sowieso nicht, wer da kommt. Nee, ich sehe auch Hobby und der nächste Haltestelle. Oh, gibt's hier wieder KI-Stab? Aber nicht für uns. Die KI fahren da eher auf zwei Rädern, nicht auf vier. Ah, jetzt ist die Performance echt schon am Limit. Ja, sag ich ja. Also. Nee, nicht. Richtung Hauptbahnhof? Naja, du wirst nicht, wahrscheinlich, du bist nicht mehr Multiplayer.
wenn Dings dich nicht findet, weil du stehst hier nicht am Schmiedehof. Ja. Ich fahre jetzt gerade in der Haltestelle ein. Ich auch nicht. Ich höre irgendwie bimmeln. Hast du gerade gebimmelt? Ja. Ah. Weil hier die KI-Autos schon wieder sehr... Hobby, bimmel mal. Nö, ich höre kein Hobby. Komisch. Nix bimmeln. Nix bimmeln. So, weil es gibt keinen anderen Schmiedehof hier. Ich habe schon wieder was anderes verstanden. Aber gut. Ja, genau. Das wird sich Thema sein. So, wir müssen geradeaus weiter, ne? Ja. Da kommt jetzt die 2 auf der anderen Strecke. Jetzt bist du Hauptbahnhof Kommitz, ne? Ja. Okay. Und ab danach, wenn wir den Hauptbahnhof passiert haben, dann geht's. Dann wird's wieder richtig flüssig. Ich weiß nicht, was hier in diesem Karree passiert ist. Nächste Haltestelle. Hauptbahnhof. Hier bitte umsteigen zur Buslinie 10 nach Waldhausen. Boah, der GT mit dir hört sich gerade wie eine Kreissäge an. So, Hauptbahnhof jetzt. Also Hauptbahnhof habe ich keine Probleme, gell? Du bist da aber auch gestartet, das ist ein Unterschied, ne? Darf man auch nicht vergessen. Naja, normalerweise eigentlich nicht, ne? Doch, schon. Wir haben ja schon einen vollen Texturspeicher, so ein bisschen zu reden. Geil, da steht ein Auto mit drehenden Rädern, aber er fährt nicht. Jetzt ist er einfach weggeploppt. Ach, Lotus, immer wieder eine Freude mit dir. Diese Anfänger, weißt du, irgendwann, ja, in 20 Jahren gucken sie sich die Videos hier an und denken sich, mein Gott. Oh, jetzt die KI. Dance Moves rückwärts. Dance. Hast du gesehen den? Nee. Ach doch, da jetzt, ja. Geil. Oh, Alter. Fährt mir gleich noch in die Karre rein? Nee, der ist gar nicht im Spiegel drin. Das ist eigentlich ein Zeichen, kurz bevor der Server abstürzt. Ja. Würde ich nur mal am Rande verfehlt haben. Ich habe jetzt halt bis zum Hauptbahnhof. Wahrscheinlich bis zum Hauptbahnhof kommen. Nee, also eigentlich ist das ein Zeichen dafür, dass der Lukas-Server gleich da ist. Achso. Ja. Ich dachte, schön. Wie sieht's denn aus? Fahren wir noch oder fahren wir nicht mehr? Wir fahren jetzt noch weiter. Jetzt haben wir das Schlimmste hinter uns. Nee, von der Ampelschaltung her. Ach so. Da, jetzt haben wir den Schlimmsten hinter uns. Ja, ist jetzt aber wirklich so. Wenn du den Hauptbahnhof passiert hast, dann hast du das Schlimmste wirklich hinter dir. Weil jetzt wird es nur noch flüssiger. Ja, also das ist halt wirklich dieses Stück zwischen Neumarkt, also Johanneskirche geht es eigentlich schon los, dass die Frames schon runtergehen. Am schlimmsten wird es dann Richtung Neumarkt, denn da knallt es dann richtig und dann zieht sich das hin bis zum Hauptbahnhof und danach erst wird es jetzt wieder richtig flüssig. Ja. Fährst du? Nein, ich stehe noch. Warum fährst du durch mich durch? Ich fahre nicht durch dich durch. Doch, du bist gerade durch mich durchgefahren. Ich habe alles in meiner Dashcam drin. Ich stehe immer noch. Nö. Also, Leute, das tut uns leid, weil jetzt rollst du nämlich zurück. Ich stehe hinter dir. Der Server wohl, der wird jetzt gleich in den nächsten Minuten wahrscheinlich hops gehen. Ja. Das KI-Auto steht auch super. Ja. Kann man sagen, oder? Die Premium hier mit auf der Kreuzung. Oh, guck mal hier, ja, die stehen... Oh, jetzt rückwärts. Und jetzt überholst du mich schon wieder. Immer noch. Nee, du überholst mich gerade. Ja, Leute, es macht natürlich wenig Sinn, weil jetzt wollen wir euch natürlich auch keine kaputte Karte präsentieren. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich werde jetzt einfach hier in die Wendeschleife reinfahren. Ich denke mal, das ist am besten, um hier den Abschluss zu finden. Ja, jetzt lag es nicht an der Karte, jetzt liegt es tatsächlich an Lotus. Aber es fing ja schon damit an, dass wir Hobby nicht gesehen haben. Ja. Hobby ist auf mysteriöse Weise verschollen. Ja, ich habe mich weggebeamt. Wird diese Ampel eigentlich auch zu Lebzeiten nochmal grün? Nein. Fahr einfach rüber, Bio. Was denn? Eh alles. Was? Fahr über die Ampel rüber. Ja, ich frage mich gerade, warum er nicht umschaltet. Ja, du sollst einfach rüberfahren hier. Nein. Da fehlt dir nichts mehr. Augen zu und durch.
Ich bin schon nicht mehr an der Ampel, Fasus. Ach so? Ich stehe schon am Hauptbahnhof. Hauptbahnhof. Ich will jetzt nach links in die Schleife rein. Aber ich stelle die Weiche nicht. Gut. Stell mal ab, Fahrzeug. Ja, an sich, wie gesagt, eine schöne Karte. Wie gesagt, aber ihr habt es jetzt selber gesehen, super performance-lastig. Das hat jetzt nichts mit dem Multiplayer zu tun. Aber trotzdem ist sie halt irgendwo irgendwas hier drin. Das tut tut der Karte absolut nicht gut. Bin der Meinung, dass Marc schon mal geschrieben hatte. Und ihr seht, es ist jetzt nicht wirklich viel, was jetzt hier gebaut ist. Ich meine, klar, es sind ein bisschen viele Bäume. Ja, das sind aber auch nur 2D-Bäume. Aber vielleicht kann man, das sind hier 3D-Bäume. Vielleicht könnte man da nochmal irgendwie versuchen, da nochmal ein paar FPS rauszuholen. Diese ganzen Büsche und Bäume, das sind alles 3D-Bäume. Wo stehe ich denn bei dir jetzt? Ich sehe dich gar nicht mehr auf der Karte. Stimmt, ich dich auch nicht mehr. Also. Du bist. Doch, du stehst bei mir immer noch vor der Ampel. Nein, aber ich stehe hier eigentlich an der Wendeschleife. Ich wollte eigentlich das Gleis nach links legen, aber das funktioniert nicht. Am Hauptbahnhof direkt, ne? Lotus am Abgrund. Ja, diesmal versagt Lotus. Ihr seht ja auch, die ganzen Fahrzeuge fahren alle rückwärts. Also das ist vorbei. Wir werden mal gucken, dass wir mal schauen, ob wir die Karte nochmal machen. Vielleicht wäre cool, wenn der Markt dann nicht... Was denn? Connection lost session expired. Siding session consider client update. Also Lotus abgeschmiert. Wie gesagt, also wenn der Marc sich gerne bei uns melden möchte, ja, sehr, sehr gerne, würden wir uns freuen. Vielleicht kannst du uns dann halt zu der Karte ein bisschen mehr erzählen und dann kannst du dich mal echt ausplaudern, mal so über deine Zukunftsprojekte, auch mal hier so rund um, deine Karte Sonnenburg hier, dich ja mal austoben oder vielleicht auch mal die Schwierigkeiten der Karte, die du hier zum Beispiel hast beim Bauen, warum, wie, wo, was hier irgendwo klemmt. Wie gesagt, dann können wir das Ganze gerne mal hier in einem Video festhalten, zusammen natürlich hier mit unserem Hobby und unserem Fasus, vielleicht Dennis, vielleicht Willi. Ne? Das wäre natürlich eine ganz coole Sache. Und sonst habt ihr gesehen, also auf der Karte, ja, ist jetzt Multiplayer, es ist jetzt KI. Natürlich schade, dass wir jetzt natürlich wieder mal schön gezeigt haben, wie Lotus nicht laufen sollte. Aber so ist es halt, ne? Man kann das Ganze mal nicht abschätzen, wie es eigentlich laufen soll. Dementsprechend bedanken wir uns natürlich, dass ihr dabei wart. Hoffen trotzdem, dass ihr viel Spaß hattet hier bei uns. Und eventuell sehen wir uns ja in der nächsten Folge Lotus hier wieder. Ich würde mich sehr, sehr drüber freuen. Verabschieden uns, sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.